Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Windläufer-Mönch-Guide zum Patch 9.1 von Shadowlands. Ketten der Herrschaft ist ja jetzt nur noch ein bisschen draußen und da zeige ich dir mal, was du am besten skillst, welche Splitter der Herrschaft du ausrüstest, welchen Pakt man da wählen kann, vor allen Dingen aber auch, wie die Stat-Verteilung und so weiter ist. Also nach einem kurzen Intro geht's los, bleib dran! Sollten sich ein paar Änderungen ergeben an diesem Guide oder irgendwas komplett neu reingepatcht werden, eine Mechanik sich verändern, werde ich das in den angepinnten Kommentar dranhängen und dann steht das da unten drin. Dann kannst du auch nochmal die Erweiterung dieses Guides durchlesen. Knorken wir mal zu den Talenten rüber. Beim Windläufer gibt es auch wieder zwei Arten, wie man den skillen kann. Einmal für Raids und einmal für mythische Dungeons. Dann im Raid empfiehlt sich die Skiwelle. Skifahren, jetzt muss ich an Skier denken. Den Tigerrausch, Faust des Weißen Tigers, dem Ring des Friedens, Magiediffusion und Trefferkombo sowie dem wirbelnden Drachenschlag. Dann seid ihr für einen Raid gut vorbereitet, könnt ihr optimal durchknorken. In mythischen Dungeons ist es allerdings etwas anders. Da würde ich den Chi-Stoß nehmen, den Tigerrausch, das energetisierende Elixier, den Ring des Friedens und hier ganz besonders den Ring des Friedens, weil das einfach ein unglaublich starkes Utility ist. Falls ihr mal die Gegner von euch fernhalten möchtet, ihr möchtet irgendwie eine ganze Gruppe kicken oder. Die Magiediffusion als nächstes, Shijis Tanz und dem wirbelnden Drachenschlag, dann liegen all eure Feinde auf den Brettern und ihr könnt weiter knorken. Ja, welchen Pakt sollte man wählen als Mönch? Generell als Mönch empfehlen sich die Kyrianer durch die Bank weg. Da könnt ihr in allen drei Skillungen unterwegs mit sein. Dann habt ihr einen Pakt für alles und die würde ich auch bevorzugen. Gerade beim Windläufer sowieso nur die Kyrianer. Aber beim Nebelwirker könntet ihr halt auch Necrolord sein oder Nachtfee spielen. Allerdings jetzt hier so beim Windläufer, ja, die Kyrianer sind halt on top, ne? Und nicht nur wie bei den Kyrianern oder dieser einfachen Paktauswahl, ist es ebenso bei den Legendaries, ist ganz easy. Ihr braucht im Grunde genommen nur die Freude des Beschwörers basteln. Ihr könnt natürlich auch die anderen Legendaries bauen, aber Freude des Beschwörers ist eigentlich das, was ihr haben solltet. Auf den Umhang gecraftet mit Vielseitigkeit und Meisterschaft und schon seid ihr da richtig gut unterwegs. Habt das recht einfach, ist ein Vorteil bei der Klasse. Sehr knorke. Da wir ja Kyrianer haben, ist das bei den Seenbanden mit Mechanikos auch sehr einfach. Egal ob Raid oder mythische Dungeons, nehmt Mechanikos mit den Seenbande-Medien, das koordinierte Offensive, akrobatisches Abrollen, Schadensabwendung, Schlag voller Klarheit und kalkulierte Schläge mit erdender Atem. Auch so genau von oben nach unten runter. Ich würde gucken, Ruhmstufe 57 zu erreichen, dann habt ihr auf jeden Fall einmal komplett von oben nach unten alles freigeschaltet, könnt so auch spielen. Alles gehen 80 hin, bringt euch natürlich noch ein bisschen weiter, weil ihr dadurch im Grunde genommen einfach auch ermächtigte Sockel habt und die sind dann ein bisschen stärker, also den Ruhm solltet ihr peitschen, dann seid ihr auch da gerade vor. Mit 9.1 kamen die Splitter der Herrschaft neu mit hinzu. Und zwar könnt ihr dort Ausrüstung im Raid Sanktum der Herrschaft erlangen, wo diese Herrschaftssockel drin sind. Da einen Splitter von Z, Dütz und Ott reinpacken mit dem richtigen Item und dem Sockelbonus, kriegt ihr den Chaosbann voll. Und der ist halt sehr, sehr stark. Wirkt im Schlund, in Torghast, in Cortia und im neuen Raid logischerweise. Und das solltet ihr auch so schnell wie es geht voll bekommen. Das macht sich durchaus extrem bemerkbar. Kümmert euch da als allererstes drum. Seid ihr in mythischen Dungeons unterwegs und habt solches Gear, könnt ihr auch noch andere Splitter verwenden, denn in den Dungeons zählt dieser Bonus nicht. Den könnt ihr dort nicht aktivieren und könnt halt nur auf einzelne Splitter setzen. Der Splitter von Dütz, Z, Kor und Kyr, also Frostsplitter und Unheiligsplitter, da als primär Splitter, die würde ich da reinpacken. Wertet diese Splitter auch auf. Ihr kriegt nämlich im Raid stygische Glut in allen Schwierigkeitsgraden und wenn ihr das dann aufgewertet habt, dann wird auch dieser Bonus mächtiger. Ihr müsst es aber parallel aufwerten. Also ihr müsst es erst auf 2 bringen, auf 3, auf 4 mit allen Steinen gleichmäßig. Dann habt ihr den meisten Benefit davon. Wie sieht jetzt die Stat-Verteilung aus? Das ist ganz einfach, Beweglichkeit on top, das ist sowieso unser Primärattribut, das sollten wir nach Möglichkeit so hoch bringen, wie es nur geht. Bei den Sekundärattributen Vielseitigkeit, Meisterschaft, kritischer Trefferwert und Tempo in der Reihenfolge ab einem normalen Raid bzw. mittleren und höheren mythischen Dungeons solltet ihr eure Ausrüstung vergleichen, das heißt simulieren. Und wenn ihr das dann alles simuliert, dann wisst ihr auch immer, ist das neue Ausrüstungsteil gut oder besser.
Oder ist es halt schlechter? Da würde ich tatsächlich knallhart auch simmen, denn nur so kriegt ihr eine hundertprozentige Antwort auf euer Equipment, was ihr gerade trägt. Wird das dann eben halt damit verglichen mit dem, was ihr tragen könntet, und dann passt das oder es passt nicht. Aber wenn ihr Vielseitigkeit und Meisterschaft primär erstmal hochbringt, habt ihr den meisten Vorteile davon und könnt da eben halt auch durchknorken. Das schlägt sich natürlich auch irgendwo in den Verzauberungen nieder, und zwar solltet ihr als Sockelstein einen vielseitigen Juwelenverbund reinpacken, ebenso wie auf den Ring die Lehre der Vielseitigkeit zaubern, um die Vielseitigkeit noch ein bisschen höher zu bekommen. Seelenvitalität auf den Umhang, 30 Punkte mehr Ausdauer, hält euch länger am Leben, ist sehr knorke. Ich würde bei der Brust das ewige Geplänke nehmen, weil es nochmal extra ein bisschen Schattenschaden nochmal zusätzlich verursacht, gefolgt von 20 Punkten Beweglichkeit, die ihr da bekommt. Und auf die Stiefel natürlich auch ewige Beweglichkeit drauf, mehr Beweglichkeit, mehr Spaß. Bei den Waffen ist es so, lichtlose Kraft im AOE-Bereich, sprich in den mythischen Dungeons, und im Raid-Bereich würde ich die sündhafte Offenbarung auf die Waffe draufpacken. Seid ihr Verzauberer, könnt ihr es natürlich immer ständig hin und her wechseln. Es wird aber auch gehen, okay, ihr seid jetzt meistens in M-Plus-Dungeons unterwegs, dann nehmt ihr die Waffe lichtlose Kraft, das geht genauso gut dann. Beim Barfuß solltet ihr keine Kompromisse machen, da auf jeden Fall Steak à la Mode, falls mal kein Tisch dort steht, ganz, ganz, ganz wichtig, falls steht kein Fest mal, dann nehmt auf jeden Fall ein Steak à la Mode mit. Auf die Waffe Schattenkernöl oder den verdunkelten Gewichtstein oder den verdunkelten Wetzstein, je nachdem, was für eine Waffe ihr habt. Da müsst ihr auch simulieren, das sind aber nur kleinere Unterschiede, minimale Unterschiede. Am Ende des Tages ist man mit den Wetzsteinen etwas besser unterwegs, weil man eben halt da nicht, da im Großen und Ganzen, ja, man weiß halt, dass man mehr Angriffskraft hat, und dann passt das halt. Schweres Kramlederrüstungsset empfehle ich euch auch. Packt es da unbedingt mit drauf, denn ja, ihr habt dadurch natürlich auch nochmal den Vorteil, dass ihr im Grunde genommen halt mehr Ausdauer habt. Mehr Ausdauer ist halt gut. Dann Trank der Spektralbeweglichkeit und eine verschleierte Verstärkungsrune solltet ihr immer mit dabei haben. Ich gehe von unten nach oben diesmal. Solltet ihr immer dabei haben, weil das bringt halt einfach nochmal ein bisschen Knork mit rein. Gerade der Trank der Spektralbeweglichkeit, 190 Punkte Beweglichkeit, macht halt mehr Schaden als ohne. Dann die verschleierte Verstärkungsrune ist nicht mehr so teuer, die kann man sich jetzt eigentlich ganz günstig schießen, und dementsprechend würde ich die auch immer mit dabei haben. Spektralflash in der Macht sowieso Pflichtprogramm, Alchemisten 2 Stunden, Non-Alchemisten 1 Stunde, also, aber das muss dabei sein. Also da, das ist im Grunde genommen 70 Punkte mehr Primärwert, das ist schon mächtig. Das ewige Fläschchen habe ich der Vollständigkeit halber mit aufgeführt. Das ist im Grunde genommen eigentlich nur das, was ihr aus dem Kessel nehmt, ist aber genau dasselbe wie ein Spektralfläschchen da macht. Also Kessel, Alchemiekessel in dem Raid drinne, da kann man sich das rausnehmen, das sind herbeigezauberte Gegenstände. Läuft. Ja, wenn wir jetzt zur Rotation kommen, da gibt es zwei Sachen im Grunde genommen. Es gibt den Opener und gewisse Prioritäten. Also ich würde mit dem Opener auch so reingehen, und dann haben wir unsere Rotation, und ich nenne es jetzt mal AOE Prio, weil im Grunde genommen ändert sich die Rotation nicht riesengroß, ob wir nun Single Target oder Damage oder AOE Damage machen wollen. Es ist tatsächlich so, dass wir nur eben halt diese AOE Prio Sachen mehr mit reinnehmen und häufiger halt benutzen dann. Wenn wir jetzt einen Opener machen, ihr solltet halt gucken, dass ihr auf jeden Fall eure Schadensumleitung aktiviert. Und diese Schadensumleitung ist im Grunde genommen sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr geht damit rein. Habt ihr jetzt die Chi-Welle oder den Chi-Stoß gewählt, dann ändert sich das natürlich von der Chi-Welle zum Chi-Stoß. Also da ist je nachdem, wie die Skillung ist, genauso wie mit dem Faust des Weißen Tigers. Oder dem energetisierenden Elixier. Also wenn ihr das energetisierende Elixier habt, könnt ihr die Faust des Weißen Tigers nicht machen. Das ist so ein bisschen tricky. Deswegen habe ich das mal beides damit reingenommen. Und dann kann man da durchgehen. Auch so in dieser Reihenfolge einmal dargestellt. Quasi, wir fangen an mit der Schadensumleitung. Dann gehen wir auf die Chi-Welle, beziehungsweise bei mir dem Chi-Stoß. Dann gehen wir quasi weiter über zum Faust des Weißen Tigers. Dann die Schadensumleitung wieder, wenn sie denn ready ist. Ist nicht ready, dann beschwören wir den Tiger. Im Grunde genommen Waffen der Ordnung von den Kyrianern reinhauen. Sturm, Erde, Feuer wäre das nächste, was dann eben halt losgeht. Dann den Tritt der aufgehenden Sonne. Ihr seht es auch schon, upala. Dann haben wir, jetzt ist das wieder ready, deswegen können wir auch wieder eine Schadensumleitung mit benutzen. Und Tigerklaue wird jetzt nicht so allzu häufig vorkommen, dass ihr die mal mit benutzen müsst. Und jetzt ist die mir
Ja, die müsst ihr natürlich dann auch mit benutzen, die Tigerklaue einmal reinpeitschen da in das Ganze, um dann eben halt auf unsere Furorfäuste zurückzugreifen. Dann haben wir wieder, wenn die Furorfäuste durch sind, eine Schadensumleitung und dann können wir den wirbelnden Drachenschlag benutzen, wenn wir quasi genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um das eben halt machen zu können. Sprich, was ich mit Ressourcen meine ist, das könnt ihr natürlich nur benutzen, wenn ihr im Grunde genommen einmal eure Furorfäuste laufen lasst. Ihr seht es jetzt hier schon bei mir, zack, jetzt kann ich das einmal mit benutzen. Dann geht es wieder in die Schadensumleitung, den Chi-Stoß, so um da eben halt reinzukommen. Ist ein bisschen schwierig, weil die Abfolge, das ist mehr auch eine Prioritätsliste, also das ist keine feste Rotation. Das gibt es leider nicht mehr in World of Warcraft. Ja, ich sag leider, weil das war früher ein bisschen einfacher. Also alles, was ready ist, was von der Wertigkeit ein bisschen höher ist, müsst ihr dann eben halt verwenden. Wenn wir jetzt in so wenn wir jetzt im Kampfmodus sind und der Kampf halt im Grunde genommen schon läuft, dann können wir hier im Großen und Ganzen eigentlich schon direkt mit dem Tiger durchstarten, quasi den weißen Tiger mit beschwören, ist gleich wieder ready bei mir. Dann geht's auch, man könnte auch mit der Berührung des Todes reingehen, wenn sie denn ready ist oder das Ziel halt wenig Leben hat. Faust des Tigers einmal rein, die Schadensumleitung wieder mit benutzen, dann können wir mal eine Tigerklaue hinterherhauen. Dann brauchen wir Furorfäuste, um eben halt unseren Drachenschlag benutzen zu können. Ihr müsst natürlich auch das passende Ziel selektiert haben dafür. Waffen der Ordnung, die würde ich auch immer mal mit einbauen in die ganze Geschichte. Und ihr könnt auch einen wirbelnden Kranichtritt, wenn der ermächtigt ist, mit benutzen. Den solltet ihr immer auch mit verwenden. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Im Großen und Ganzen tritt der aufgehenden Sonne. Dann haben wir wieder die Furorfäuste ready, wenn wir dann wieder genügend Ressourcen haben. Ansonsten, jetzt habe ich wieder genügend. Jetzt kann ich tatsächlich auch den wirbelnden Drachenschlag benutzen. Es geht aber wirklich halt nur in der Zeit. Kranichtritt ist wieder ermächtigt worden, Faust des weißen Tigers ist noch nicht wieder ready, kann ich wieder einen Skistoß machen, Schadensumleitung, Tritt der aufgehenden Sonne, Sturm, Erde, Feuer, wenn wir jetzt eben halt auch auf andere Ziele noch mit rüber gehen, dann die Tigerklaue, ich würde die Tigerklaue gar nicht so häufig mit benutzen, Tritt der aufgehenden Sonne, also ihr baut auch Ski auf, ihr müsst es auch wieder abbauen oder könnt es wieder abbauen, ihr seht schon, jetzt habe ich Furorfäuste, kostet auch 3 Ski, dann kann ich den, da war ich jetzt zum Beispiel zu langsam, dann kann ich nämlich eben halt den wirbelnden Drachenschlag noch mit benutzen, wieder was abbauen, Cooldowns benutzen, Schadensumleitung, jetzt kann ich auch meinen wirbelnden Drachenschlag verwenden, ihr seht, das geht dann eben halt auch auf alle. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze. Habt ihr energetisierendes Elixier, verwendet ihr das auch noch mit nebenbei, da wo es gerade passt. Am besten so Chi-Welle, energetisierendes Elixier und dann Tigerklaue an der Stelle. Jo. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, das muss man ein wenig üben. Auch ihr habt das gemerkt beim Erklären, es ist auch nicht so einfach, das zu erklären. Aber das, was ready wird, verwendet es. Und solltet ihr damit echt arge Probleme haben, empfehle ich euch auf jeden Fall, Conro zu installieren. Mit Conro kriegt ihr dann auch schon mal ein Gefühl für die Klasse. Dann wisst ihr auch ungefähr, ah, jetzt kommt das als nächstes, jetzt kann ich das benutzen. Ihr könnt es umschalten, Auto, Single und AOE-Attacken oder Burst-Damage, Full-Rotation. Und da ist das auch nochmal, da sind nämlich diese Prioritäten hinterlegt in so einem Add-on. Und das zeigt es euch jetzt. Jetzt kannst du das benutzen, jetzt kannst du das benutzen. Das ersetzt aber eben halt nicht das Denken. Also wenn ihr seht, da ist nur noch ein Gegner und ihr habt einen mega hohen CD, den ihr verwendet für einen Gegner, der sowieso schon halb tot ist, ist das natürlich ein wenig schade. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, dich auch ein bisschen überzeugen zu können vom Windläufer. Der macht eigentlich recht viel Spaß. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei meinen Kanalmitgliedern, die mich da so kräftig unterstützen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns im nächsten Guide. Bis dahin, Weser meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.